Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier beim Soda Giganten. Wir hatten bereits die Monster Energy Drinks im Programm, genauer gesagt den Original und den Ripper. Heute ist es der dritte im Bunde, den es in den Supermärkten ja, überall gibt, sei es Spar, sei es Billa, Merkur, überall gibt es Monster Energy. Heute den dritten im Bunde, es gibt ja noch andere, bei uns leider nicht so am Markt. Vertrieben, in Amerika gibt es andere Sorten. Wir haben heute am Programm den Monster Energy Low Carb oder L-Carb. Das ist diese himmelblaue Dose, also das mit dem himmelblauen Monster-Logo. Ripper ist gelb, orange und Original ist grün. Ja, Monster Energy, wie gesagt, hat einen eigenen Energy-Flavor, sage ich mal. Ich habe den Ripper gar nicht so schlecht empfunden. Ein bisschen zu viel kommt auf so, ja, fast schon häufig in Schaufeln rüber, so brauseartig. Es ist, wie gesagt, ein ganz eigener Flavor, der diese Monster Energy Drinks, sage ich mal, ein bisschen unikat macht. Ich würde sagen, gehen wir gleich rein zur Geruchsprobe von Monster Energy Low Carb. Ich bin gespannt, wie sich der so verhält gegenüber seinen anderen Kollegen. Also vom Geruch her fast kein Unterschied zum Original. Das ist der typische, den wir kennen, der typische Monster Energy Flavor. Da, ich rieche da nichts anderes heraus. Wenn wir vielleicht noch kurz auf die Zutaten gehen, bevor wir dann Geschmacksprobe machen wollen. Ist es egal. Ich habe heute wieder das Casali-Glas da, aber wir machen zuerst die Geschmacksprobe aus der Dose. Monster Energy Low Carb. Aber muss ich ehrlich sagen, wenn man nicht den direkten Vergleich jetzt hat, ist es sehr schwer jetzt das zu analysieren. Mir kommt da ein bisschen vom Geschmack vor wie ein, sage ich mal, pseudo-entsüßter Monster Energy Original, wobei hier, Moment, Telefon, das ist live übrigens auf dem Soda Giganten. Kommt vor. Hallo Dietmar, servus, bitte, ja. Ja, das war live, so, ja. So, gehen wir weiter. Also, mir kommt es vor als ein Pseudo Zero, Pseudo Monster Energy Zero. Ja. Wie ein Cola zum Beispiel, das echte Cola, einfach einen anderen Süßfaktor hat, Süßigkeitsfaktor hat, als das Coke Zero oder Diet Coke. So kommt mir das vor. Es ist fast kein Unterschied zum Monster Energy Original. Ich kann euch nichts sagen. Es ist fast dasselbe. Mir persönlich, muss ich sagen, schmeckt der Ripper am besten. Machen wir die Farbprobe.
Ja, auch hier sieht man der typische klassische Energy Farbton, dieses Gold-Gelb, in dem Fall ein bisschen dunkler, so in die Richtung Race Energy. Geschmacksprobe Monster Energy Low Carb. Ja. Es gibt an und für sich gar nicht so viel zu sagen zu diesem Getränk. Monster Energy Flavor, den kennen wir. Wir haben jetzt die anderen, die ja schon im Programm gehabt, den Ripper und den Original. Mir schmeckt der Ripper am besten. Dieser Low Carb, ich würde mir eigentlich Monster Energy wirklich nur, wenn ich Sport mache, nur aufspritzen. Also ich würde dieses Getränk wirklich nicht pur trinken, das ist mir dann schon ein bisschen zu viel schubweise, dieses brauseartige Energy Zeug. Und jetzt lese ich euch noch bitte die Eigenschaften von diesem L-Carnitin und L-Tartrat. Krall dir eine Dose Low Carb Monster Energy, das gewaltigste Spezialpräparat auf diesem Planeten. In unserem Labor haben wir das Monster in seine Einzelteile zerlegt, Kohlenhydrate und Kalorien rausgeschmissen. Wir haben das Ganze zu einem Pseudo-Diet-Getränk gemacht. Kohlenhydrate, Kalorien etwas runtergeschraubt, Powerkick und Geschmack wieder eingebaut. Kickt nach wie vor doppelt so gut wie herkömmliche Special Drinks. Wie gesagt, ich persönlich habe nicht viel Unterschied geschmeckt. Dass da jetzt weniger Zucker drin ist oder ja, minimalst. Und da haben sie halt dieses dritte Getränk gemacht. Machen wir noch einen Schluck. Boah. Fahrt wie immer ein. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Bin gespannt, ob Monster Energy jemals wieder beim Soda-Giganten mit einem Getränk aufscheint. Vielleicht kommen sie mit einer neuen Serie raus. Das war's hier beim Soda-Giganten mit dem dritten Monster Energy Low Carb. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Wenn wir uns nicht mehr sehen, mit beim Soda-Giganten auch einen guten Rutsch. Ich komme wieder 2012 mit mehr Soft- und Energy-Drinks. Pfiat euch, ho 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 und auf Wiedersehen.